Wenn er sich gerade nicht mit Wissenschaft beschäftigt, widmet sich der Gentleman Scientist gemeinsam mit seinem Chat Geschichten. Was er dabei erlebt, das erfahrt ihr hier in Gentsy's Journal. Ja. Genau. Also Lachdanan hat auch hier nochmal bestätigt, was wir im Grunde schon wissen. Ne? Der Verräter in dem Ganzen war Erzbischof Lazarus, der dem König nämlich den Floh ins Ohr gesetzt hat, aus dem Osten würde irgendein Angriff drohen. Der hat daraufhin... Ja, na dann, wenn die Keule besser ist, nehme ich die doch. Der hat daraufhin seine ganzen Ritter dahin geschickt, in einen relativ sinnlosen und selbstmörderischen Kampf. Natürlich ganz allein mit dem Ziel, die am Ende einfach los zu sein. Auferstanden aus Ruinen. Da war er aber schon nicht mehr so wirklich er selbst. Natürlich war Leoric da schon nicht mehr wirklich er selbst. Er hat ja zu dem Zeitpunkt schon Lazarus mehr oder weniger einfach nur alles nachgeplappert. So. Leoric ist ja dem Ganzen relativ schnell erlegen. Ja, schön, dass ich jetzt diese Skelette generiere. Das ist so ein bisschen cool, muss ich ja leider sagen. Ne? Befehlt euren Skelett, den ihr entzerrt, anzugreifen. Erweckt Skelette. Verursacht 50% Waffenschaden. Dann schauen wir doch mal, wie cool das wirklich ist. Und wir haben eine Rune für die Todessense. Chance von 5%, Gegner mit weniger als 20% Leben zu enthaupten. Ja, nehme ich. Was haben wir hier noch? Ist nicht so wahnsinnig spannend. Stufe 9 und schon zur Hälfte auf dem Weg zur Stufe 10. Der XP-Bonus hat es drauf. Was? Ja, wir spielen auch auf Meister, Retri. Darfst du nicht vergessen. Also ich habe die Schwierigkeit schon hochgeschraubt. Da ist der Erfahrungsbonus natürlich auch entsprechend durch den Schwierigkeitsgrad. Das kommt noch dazu. Und dann hatte ich ja gerade auch den Brunnen der Reflexion ausgelöst. Sind da eine Paragon-Punkte aktiv? Ich durfte auf jeden Fall Punkte verteilen. Ob die jetzt schon zählen, weiß ich tatsächlich gar nicht. Aber da ich Intelligenz habe bis zum Abwinken, gehe ich davon aus, ja, dass das mitzählt. Ja. Und sehr solide Paragon. Ja, das kommt drauf an, mit wem man vergleicht, behaupte ich. Als wir von unserer entsetzlichen Niederlage in der Westmark zurückkehrten, verlor mein geliebter König die letzten Anzeichen der Vernunft. Er schäumte vor Wut und beschimpfte uns auf übelste Weise als Verräter. Unter großem Kummer durchbohrte ich ihn mit meinem Schwert. Ja. Das war dann eben genau der Punkt, wo Leoric völlig abgedreht ist. Und... versucht hat, seine eigenen Loyalisten quasi ans Messer zu liefern, die dann schweren Herzens besagte Schritte gegangen sind. In meinem Chat gibt es dabei den Krieg der Nerds.
Paragon 1500 plus Retri spielt zu viel Diablo 3. Das ist das Zehnfache von meinen, verdammte Axt. Elendes Gesindel! Zurück mit euch! Zurück! Ja, Oppi, ne? Stürzt es nicht ein. Des gefallenen Sterns hat mich erweckt und schon bald werden alle leiden, so wie ich gelitten habe. Warum bringt mir seine Knochen? Schön, wie der Bösewicht erstmal erklärt, warum er existiert. So, Kane. 12 Runden, ne? Schaffst du. So. Genau. Also, um mal generell auf die Quintessenz vom Chat zu reagieren, keine Sorge, ich passe schon auf. Es ist ja kein Hardcore-Charakter. Dementsprechend mache ich mir jetzt keinen krassen Stress. Im Gegenteil, ich habe sogar das Gefühl, das ist mir noch ein bisschen zu leicht. Hab Dank. Aber warum habt ihr euer Leben für mich riskiert? Ich glaube, wir können uns von gegenseitigem Nutzen sein. Eure Nichte sagte mir, dass ihr hier seid. Oh, es ist wundervoll zu hören, dass Lea wohl auf ist. Ich hatte das Schlimmste befürchtet. Ich habe durch alte Karten, die ich einst fand, von diesem geheimen Durchgang erfahren. Mhm. Schön, dass er mir noch die Tür aufmacht. Ein Totenbeschwörer beschwert sich über Totenbeschwörung. Es ist nicht das Ob, es ist das Wie und Warum. Es ist eine Sache, wenn das passiert, weil ich es tue, oder es einfach von natürlicherweise vorkommt, Zifara. Das ist der Unterschied, über den er sich beklagt. Ab in den Garten der Kathedrale. Wir müssen über den gefallenen Stern sprechen. Folgt mir nach Tristram. Ja, gleich. Blitzertruhe. So. Ja, genau, diese typischen Szenen, wo der Bösewicht dem Helden erzählt, was er vorhat. Ich habe Leas Onkel Deckard Cain ausfindig machen können. Er wurde von einer untoten Kreatur verfolgt, dem Skelettkönig. Er versperrt den Weg zum gefallenen Stern. Und für alle, die es jetzt noch nicht gerafft haben, kriegen wir das jetzt noch mal in der Sequenz richtig böse um die Ohren gehauen. Das ist halt auch was, wo ich sagen muss, Diablo 2 hat dem vom Spieler noch richtig erwartet, dass du deine Gehirnzellen anstrengst. Hier kriegst du es halt wirklich Löffelchen für Löffelchen. Gefüttert, damit auch ja nichts verloren geht zwischendurch. Ja, mir ist der Schaden lieber. Onkel, du lebst. Dank dir und deinem Freund hier. Freund, das höre ich nicht oft. Aber erzählt mir mehr über den gefallenen Stern. Die Prophezeiung der Endzeit. Deutet es sicherlich als Zeichen, dass das Ende begonnen hat. Bitte, Onkel, keine deiner Geschichten mehr. Es zählt im Moment nur, dass du zurück bist. Ich verstehe jetzt so viel mehr. Eher immer, weißt du? Nach random Gesprächen oder einfach so nach so einem Fight. Ich verstehe jetzt so viel mehr. Als hättest du jetzt irgendwie aus diesen paar Dialogpunkten wäre da die Erkenntnis rausgeplöppt. So. Oh, passive Fähigkeiten. Was haben wir? Kraftbringender Tod. Verbrauchen von Leichen erhöht sich die Bewegungsgeschwindigkeit. Oder beim Verbrauchen von Leichen besteht zusätzlich eine Chance, dass eine Heilkugel erscheint. Das ist einfach. Hm.
Schön, dass das die Questbelohnung schlechter ist als das, was wir random im Dungeon gefunden haben. Danke für nichts. Schön sein, aber besser kannst du noch besser mit dem erzählen. WoW-Story zum Beispiel, um das Ganze zu begreifen, heißt es, Bücher und Kurzgeschichten und Kurzcomics zu lesen, teilweise zusätzlich zum Spiel und Hörbücher. Ja, das ist schon klar. Es geht mir auch nicht. Das muss jetzt auch, das ist das andere Extrem, ne? Das muss jetzt auch wieder nicht sein. Aber hier ist es ja wirklich so, wir erklären es dir. Und falls du zufällig da nicht zugehört hast, hier nochmal in der Sequenz, damit du es wirklich ja nicht übersiehst. Ich habe mein Leben größtenteils gemeinsam mit Onkel Deckard auf seinen verrückten Forschungsreisen verbracht. Er scheint mir eigentlich recht vernünftig. Dass die Armeen der Hölle in unsere Welt einfallen und die Endzeit herbeiführen werden. Er hat all diese Jahre einen Weg gesucht, diese Apokalypse zu verhindern. Ich mag den Totenbeschwörer. Ja, ich war immer mit meinem Onkel auf Forschungsreise. Das klingt eigentlich recht vernünftig. Was habt ihr über Adria in Erfahrung bringen können? Sie stammte ursprünglich nicht aus Tristram. Sie kam während der Unruhen her. Das wissen wir. Sie war auf der Suche nach etwas. Doch ich bin nicht sicher, was das war. Sie erinnert mich an Onkel Deckard. Besessen von dem Krieg zwischen Engeln und Dämonen. Und das ist das erste Mal. Mit Z kann ich ranzoomen. Aha. Das wusste ich tatsächlich noch nicht. Das ist das erste Mal, wo wir ein Quäntchen Motivation von Adria mitbekommen. Warum die in Tristram war, wussten wir nämlich bisher auch noch überhaupt nicht. Backseat Zooming, exakt. Was ist eigentlich mit dem hier? Ach so, das ist, nee, das interessiert uns nicht weiter. Das ist nicht relevant. So. Na dann, Kane. Der Skelettkönig war einst unser geliebter Herrscher, Leoric. Er wurde von Diablos Bösem in den Wahnsinn getrieben. Er hat seine beiden Söhne verloren. Und auch seine Seele selbst, bevor er endlich besiegt wurde. Nun scheint es, als wäre er auferstanden, um dieses Land erneut heimzusuchen. Ich werde einen Weg finden, ihm sein Gleichgewicht wiederzugeben. Der Schlüssel, ihn zu besiegen, ist seine alte Krone. Sucht unseren Schmied Hedrick auf. Er weiß, wo sie zu finden ist. Lea, du solltest die Zeichen nicht so leicht abtun. Glaubst du denn nicht daran, was du mit eigenen Augen siehst? Tristram wurde schon von vielen Schrecken heimgesucht und hat standgehalten. Aber was ist mit den Schriften? Die Folianten der Zakarum warnen vor einem fallenden Stern. Die horadrischen Schriften sprechen von lebenden Toten und dem Herrn der Lügen. Die Prophezeiung der Endzeit besagt, dass am Ende aller Tage das erste Zeichen am Himmel erscheint. Ja, du erzählst mir von diesen Schriften, seit ich 8 Jahre alt bin, Onkel. Ich denke bloß, dass wir nicht zu viel in sie hineininterpretieren sollten. Ja, ja, die Skeksis der Jugend. Das wäre original vor 10 Jahren ein Gespräch gewesen, ne? Ob ich irgendwie Kind der 70er, ja, und das Klima und die Umwelt und überhaupt. Enkelkind so, ja, Opa, ich weiß. Aber so schlimm wird's schon nicht werden. So. Ja, ich mache ja mal kurz leer. Ne? Das ist unmöglich. Ich will ihn nicht reparieren, ich will ihn verkaufen. Bin ich gerade zu blöd dafür? Ah, jetzt. Nur im falschen Tab gewesen. Merkt man irgendwie, dass ich dieses Spiel lange nicht gespielt habe. Und ja, ich weiß, ich sollte die Dinge zerlegen. Mache ich dann noch. Später. Wenn wir offiziell den NSC zur Verfügung haben.
Ihr seid der Schmied hier, nicht wahr? Ich komme mit einem Anliegen zu euch. Nicht jetzt. Meine Frau, sie ist im Keller eingeschlossen. Genauso wie die anderen, die gebissen wurden. Mir wurde aufgetragen, sie alle zu töten. Aber wie soll ich meine eigene Frau umbringen? Alle Wege führen in den Tod. Ich kann euch helfen. Hab Dank. Folgt mir. Ein bisschen überdramatisch, das ist der Gute schon, oder? Was hast du denn für neue Waren? Zeig mal. Natürlich mache ich auch mal Geschäfte mit zwielichtigeren Gestalten, aber die Ersparnisse kommen dir zugute. Aha. Wisst ihr, was kostet die Welt? So. Dieses Tor ist auf Befehl des Hauptmanns verschlossen. Verschließ dich gleich auf Befehl des Hauptmanns. Alle Wege führen in den Tod. Und da muss ich auch gar nicht das Gegenteil belegen. Aber so ein bisschen überdramatisch finde ich es trotzdem hier und da. Das ist, was die Amis machen. Die bringen Frieden und Demokratie. Bitte vergib mir. Oh, Hedrick, hilf mir. Ich find's zum Kotzen. Genug Essenz. Das ist unmöglich. Ohne euch hätte ich es nicht geschafft. Ich stehe in eurer Schuld. Mein Name ist Hedrick Imon. Es gibt einen Weg, eure Schuld zu begleichen. Ich suche nach König Leorex Krone. Da kann ich euch weiterhelfen. Sie wurde mit in das Grab seines Kanzlers gelegt, meines Großvaters. Ihr werdet sein Grab auf einem Friedhof im Hain des Wehklagens finden. Und wenn ihr meinen Narren von einem Lehrling da draußen seht, dann sagt ihm, dass er zurück in die Stadt kommen soll. Okay. Wir wollen weder Schilde noch eine Handspeere. So. Na dann. Als nächstes die Krone aus dem Grab des Kanzlers holen. Wie schwer kann das sein? Für Mantul ist der Ami der größte Terrorist der Welt. Das verstehe ich durchaus. Das war auch bewusst ein bisschen provokant gemeint. Fun Fact, die Effekte und deren Auswirkungen auf die Umgebung haben mich damals so gefesselt, während der Demo-Gras bewegt sich bei Schockwellen, Türen und anderes wird mit Wucht zerschlagen, fliegt durch die Gegend. Ja, definitiv, die Detailliebe ist da. Gerade weil ich das Gefühl habe, sie wollten auch ein viel dynamischeres Spiel machen, als Diablo in der Vergangenheit war. Das macht sich schon bemerkbar, also steht völlig außer Frage. Ist eurer überdrüssig. Auf dieses Wissen habe ich lange gewartet. So. Aasfresser sind abstoßende, erbärmliche Kreaturen, die von Aas und Leichen leben, die zu verrottet sind, um irgendwelche anderen Fleischfresser anzuziehen. Ich traf einst einen zerlumpten Burschen, der behauptete, eins dieser Biester darauf abgerichtet zu haben, ihm große Ratten zum Verzehr zu bringen. Aber ich bin sicher, diese Geschichte ist völliger Unsinn. Aus. Den Skelettmagier, Wegmagier, hinterlassen wir im Tod eine Leiche. Nee, wir bleiben beim Knochenspeer. Spielt sich irgendwie besser und ich glaube, ich will auch von der Kadaverlanze auf die Leichenexplosion zurück. Macht einfach mehr Spaß. Mantul sagt, weniger wäre mehr gewesen. Ich habe mit jedem Teil mehr vergessen, was eigentlich der Grundtonus war. Stimme ich dir zu, was die Stimmung angeht? Euer Tod naht.
Ich finde, man muss es halt differenziert betrachten. Was sie extrem gut gemacht haben, ist das, was sie hier gemacht haben, mit Details zu versehen. Man merkt ganz klar doch, wie viel Mühe sie sich mit diesem Spiel gegeben haben. Ich stimme dir aber zu, wenn du sagst, hier ist zu viel Geblinke und auch die ganzen Massaker-Boni und so, das ist nicht das, wenn man als eingefleischter Diablo-Veteran von Teil 1 über Teil 2 kommt, was man sich von Teil 3 wirklich wünscht. Da bin ich schon bei dir, Mantul. Wenn man aber Diablo 3 mal als das annimmt, was es ist, dann finde ich, haben sie sich innerhalb dieses Spiels haben sie sich sehr viel Mühe gegeben und haben sehr viel schön umgesetzt. Unabhängig davon, ob es grundsätzlich das war, was man sich vielleicht erhofft hätte. Soll ich sagen, die haben den Fokus falsch gelegt? Ja, Mantul, am Ende ist es halt, wie gesagt, ja, Diablo 3 ist deutlich anders als 1 und 2. Ist es völlig richtig. Und das kann man mögen oder nicht. Wow, chillt mal. Das kann man mögen oder nicht mögen. Das ist jedem überlassen. Genakto, der Seelenschinder. Der hat ja mal richtig Widerstand geleistet. Aber ich finde, wie gesagt, wenn man jetzt Diablo 3 einfach mal als das akzeptiert, was es ist, kann man sich... Gibt es doch schon sehr viele Dinge, an denen man hier seinen Spaß haben kann. Genau, gemessen an der Serie ist es halt so eine Sache. Das Spiel an sich ist eine runde Sache. Da würde ich zustimmen, Mantul. Da würde ich definitiv zustimmen. Jetzt habe ich hier mehr als eine Glitzertruhe drin. Das ist aber auch irgendwie neu. Aus irgendeinem Grund ist gerade Knüppelsaison. Brunnen, den wir gerade noch nicht brauchen. So. Da haben wir das Wissen freigeschaltet. Ich konnte einige Aasfledermäuse zu einem der Nester zurückverfolgen. Was ich dort fand, hat mich schockiert. Das Nest selbst ist ein lebender Organismus. Eine ausgewachsene Fledermaus, durch dunkelste Magie verwandelt. Ich bezweifle nicht länger, dass dämonische Mächte diese Kreaturen verdorben haben. Und ich meine, ich kann ja nicht mal sagen, dass mein storyliebendes Herz hier nicht auf seine Kosten kommt. Weil einerseits, wie gesagt, wir haben diese kleinen Wissenseinblendungen zwischendurch, die nichts anderes tun, als sie den Hintergrund erklären. Ich habe gute Fortschritte gemacht. Und einfach so ein paar Tipps liefern, ne? Und es ist ja nicht so, als wäre die Story an sich langweilig. Was haben wir hier? Todesnova. Eine Nova, die einen Gegner im Umkreis von 25 Meter 350 Waffen schaden. Wir gucken es zumindest mal an. Dann kam das in der Metal Diablo 4 Blizzard-Mitarbeiter gegen vorher durch die Menge und verteilt Zettel, dass Kinder draußen bleiben mussten. Ja. Creepy as hell. Ähm.
Ich bin auch sehr gespannt, was sie damit machen. Ne? Also ich vermute, was sie versuchen werden in Diablo 4, ist, sie werden versuchen, einen Hybrid aus 2 und 3 zu schaffen. Vom Gameplay her. Das deckt sich auch mit den Berichten, die ich bisher gehört habe. Und werden versuchen, stimmungstechnisch wieder Richtung 1 zu kommen. Oh, die ist aber, also unabhängig mal von dem, was sie tut. Ich mag die Animation mit dieser Druckwelle total gerne. Das gefällt mir. Ich habe jetzt irgendwie, keine Ahnung, so todesgrüne Gedönse erwartet. Aber, einfach nur so eine Druckwelle. Das ist erstaunlich minimalistisch und ich finde, das hat was. Das mag ich. Das da wird eine Herausforderung. Gold in der Truhe. Ich bin völlig begeistert. In meinem Chat unterhalten sich die Nerds über Krempel. Oh, das ist ein Zweihänder. Nee, ein Zweihänder wollen wir eigentlich nicht haben. Andererseits ist der Zweihänder besser, als wenn wir die beiden Sachen einzeln behalten. Oh, dann ist das wohl so. Und da wird auch gerade, wobei wir büßen 15 Zähigkeit ein. Andererseits brauchen wir die gerade auch noch nicht. Da werde ich irgendwann mit auf die Nase fallen, wenn ich mich so auf Schaden konzentriere. Aber gerade akzeptiere ich das noch. Die WoW Cinematics habe ich tatsächlich, ich habe ein paar gesehen. Bis Cataclysm habe ich WoW gespielt tatsächlich. Bis dahin kenne ich es irgendwie so ein bisschen. Okay, da werden wir gerade mit Items zugeschissen. Aber danach kann ich tatsächlich auch einfach nicht mehr mitreden. Das ist hier übrigens so ein Ding, ne? Diese Steine, die dich wieder raus teleportieren. Immersion hin oder her, es ist so ein Quality of Life Ding, wo ich wirklich sagen muss, nehme ich. So, das erspart mir einfach nur diesen unnötigen Weg, den Dungeon wieder zurücklaufen zu müssen. Das finde ich großartig. Das ist eine sehr intelligente Neuerung gewesen. Darf ich etwas zu der Karte sagen? Ja, du darfst etwas zu der Karte sagen, Retri. Fürchtet nicht das Ende. Oh Gott, da passiert gerade relativ viel in meinem Chat. Lore-technisch war das Cinematic eindrucksvoll mit Lilith von Diablo 4. Ja, verstehe ich. Rücktab. Das habe ich vorhin noch gewusst. Irgendwann habe ich damit aufgehört. Fragt mich nicht wann. Dankeschön. Grimku, Fürst der Verdammnis. Entschuldigung, Grimiku. Ich habe Grimiku mal kurz weggesprengt. Gott, wie viele Heildinger das sind. Das kommt durch unsere Passive, glaube ich. Ich muss nie wieder irgendwie einen Heiltrank nehmen bei so viel Heilkapseln.
der Spaten ist fertig in der Werkstatt. Dann hoffe ich, dass es mit der Güllepumpe nicht allzu ätzend war. Ich habe es vorhin gelesen. Ich glaube, ich habe nicht mehr darauf reagiert. Und wünsche eine gute Nacht. Aber man leidet wieder an dieser typischen Totenbeschwörerkrankheit, dass einen die Minions so ein bisschen über die Karte zerren, weil die immer gleich zur nächsten Gegnergruppe rennen. Ich will mir das doch alles angucken. Bleibt gefälligst hier. Stolz.